The stage is all yours. Mein Name ist Humberto und sein Name ist Valentin. Aber irgendwas nicht, sondern wir heißen euch willkommen oder wie geht der Spruch? Ich hätte gedacht, ich heiße Humberto und Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Humberto und du bist hier um. Ah, okay, ich weiß, wie du uns heißt. Hallo, mein Name ist Humberto und ich bin hier, um dich herzlich willkommen zu heißen zu unserem Video. Ich bin 24 Jahre jung und studiere an der MedUni Wien Humanmedizin seit 2021. Sprich, ich habe den MedAT absolviert, wie auch immer, habe es halt reingeschafft ins Studium. Und ja, habe die Ehre gehabt, Valentin kennenzulernen, Platz 4 beim MedAT geworden, 92,6%, ziemlich starke Leistung. Ja, Valentin. Ja, ich bin der Valentin, 19 Jahre alt, 2021 den Humberto kennengelernt. Im Votivpark zelebrieren, dass wir es geschafft haben, eben wie gesagt 2021 den MedAT zu bestehen. Ja, jetzt sitzen wir hier, um euch wieder ein paar Tipps zu geben für den MedAT. Heute haben wir uns gedacht, wir reden ein bisschen über Stress, ja. Stressmanagement im Allgemeinen beim MedAT, denn es geht darum, möglichst gut zu performen, weil entweder ihr kommt rein, ihr schafft es, bekommt einen Studienplatz oder nicht. Das ist natürlich eine big situation, wo es heißt, ihr müsst eure beste Leistung bringen. Und Stress ist dann natürlich ein big Thema. Es gilt meiner Meinung nach darum, einen Stresspegel zu finden, wo ihr optimalen Druck habt, dass ihr performen könnt. Aber ihr sollt euch nicht an einem zu viel des Stress erdrückt fühlen und dadurch minder performen. Und ihr sollt auch nicht zu wenig Stress haben, sodass ihr sagt, ja, MedAT jetzt 8. Juli, aber mir ist eigentlich eh egal. Mehr oder weniger. Um das geht es da, das optimale Stresslevel zu finden, um hier einfach bestmöglich zu performen. Und deshalb sitzen wir hier, weil in der Diskussion um den MedAT, ja, wir reflektieren nach wie vor relativ viel über diese ganze Materie. Wir sind heraufgekommen, wir haben da ziemlich verschiedene Ansätze, wenn es darum geht, sich zu motivieren, beziehungsweise motiviert zum Lernen zu sein und dann gewissen Stresspegel beim MedAT zu haben. Und ich ja, bitte ich werde mal kurz deine Meinung bzw. deine Einstellung bezüglich Stress in der Vorbereitung und bei MedAT dann zu teilen. Wie bist du an die ganze Sache Stressmanagement herangegangen? Ja, also ich glaube, der Valentin waren uns in den meisten Sachen sehr ähnlich, aber es gibt auch ein paar Punkte, wo wir uns unterschieden haben. Ein großer Unterschied bei uns beiden war auf jeden Fall, dass ich so mit meiner Art und wie ich halt einfach bin, jedem erzählt habe, dass ich den MedAT schreibe und dass ich ihn auch schaffen will dieses Jahr. Also ich habe mir somit ein Umfeld geschaffen, wo jeder wusste, was mein Ziel war und dass ich den MedAT schaffen will. Und habe darum von außen mir sehr viel Druck aufgeladen, was mich dann auch sehr accountable dafür gehalten hat, jeden Tag zu lernen, weil ich das brauchte, aber einfach, dass ich mir jeden Tag diesen Ruck gebe, weil ich wusste, weil viele Leute interessiert es, viele wissen es. Ich habe bei vielen Leuten groß und groß geredet, dass ich es sowieso schaffe. Und das war halt der Druck, den ich von außen einfach gebraucht habe, um mich ja jeden Tag zu motivieren. Und auf der anderen Seite hast du mir gesagt, dass du es so gut wie es ging niemandem gesagt hast. Ja, oder? Genau. Also ich habe versucht, das relativ low-key zu halten. Bin eine Person, die relativ viel Druck mir selbst macht, von Haus aus. Sei es jetzt auch schon in der Volksschule, Unterstufe, Oberstufe und so weiter beim Lernen. Ich habe immer relativ viel Selbstdruck gemacht. Und ja, insofern habe ich ja halt probiert, in der Vorbereitungszeit und so weiter, mir nicht noch extra Druck aufzuschaufeln, indem ich es anderen Leuten erzähle, weil ich schon selbst ziemlich gestresst war in der Vorbereitungszeit. Ja, Humberto, wie gesagt, hat es möglichst vielen erzählt. Ich habe möglichst wenigen erzählt, halt meinem engeren Umfeld. Meine Mutter hat es ein paar mehr Leuten erzählt, dass mir vielleicht recht hat. Nein, aber alles gut. Aber wie gesagt, ich habe es probiert, möglichst on the low zu halten, einfach weil halt sonst der Druck eventuell zu viel geworden wäre. Genau. Also da könnt ihr für euch selber abwägen. Seid ihr Leute, die schon ganz von innen heraus viel Stress verspüren, wenn sie daran denken, es gibt morgen ein Referat oder so, dann seid ihr wahrscheinlich eher besser aufgestellt wie der Valentin und erzählt es eher weniger Leuten, weil ihr euch eh selber anfeuert. Oder seid ihr wie ich und denkt euch, morgen Referat passt, fange ich halt morgen irgendwann mal damit an, darüber Gedanken zu machen, was ich vortrage. Dann zahlt es halt durchaus aus, sein Umfeld damit einzubinden, noch jeden halt. Das habe ich gemacht, meine engsten Freunde darum zu bitten, halt, fragt bitte mal wieder nach, ob ich eh brav lerne, halt, fragt, ob ich eh Lernerfolge habe, halt. Und nervt mich auch ein bisschen damit, weil ich brauche diesen Ruck einfach. Mhm. Gut, also first point, weiht euer Umfeld ein oder weiht es nicht ein? Ja. Weiht es ein, wenn sie wie Humberto sagt, tendenziell weiht es eher nicht ein,
wenn euch der Stress dann eventuell zu viel werden kann. Das ist unser erster Punkt jetzt mal. Reflektiert ein bisschen drüber und ja, entsprechend handelt dann danach. Second Point wäre bezüglich Backup-Plan beim MedAT, beziehungsweise Backup-Plan zur Medizin im Allgemeinen. Braucht sie den nicht? Hier wieder Umberto, was ist deine Einstellung dazu? Ich sage eindeutig, keinen Plan B für MedAT. Alle Karten auf den Tisch legen. Wie gesagt, dass ich von außen einen guten Druck verspüre und ich weiß halt, dass es auch um wirklich viel geht. Es geht um eure kostbare Lebenszeit. Es ist ein Jahr Zeit, immer nach jedem MedAT. Ihr habt nur eine Möglichkeit im Jahr. Es ist one shot und dem solltet ihr euch auch sehr bewusst sein, dass es nicht wie auf der Uni oder in der Schule ist, halt, dass du in 3 Wochen den nächsten MedAT schreiben kannst, sondern du musst halt wirklich 365 Tage warten, ein ganzes Jahr, bis du es wieder schreiben kannst. Und meiner Erfahrung nach performe ich am besten, wenn ich weiß, halt, ich muss halt performen und ich muss es halt schaffen. Das ist halt, wie ich das gemacht habe und ja, hat gut funktioniert. Hat für dich gut funktioniert, ja, mir eh auch. Also ich wieder sehr, sehr konträr dazu. Wie gesagt, eh schon, es geht eh um dieselbe Thematik. Ich habe wieder versucht, mir möglichst am Tag des MedATs dann möglichst wenig Druck zu machen, weil der Druck in der Vorbereitung eh schon adäquat war, dass ich gut vorbereitet habe. Und dann auch beim MedAT selbst, sodass der Druck nicht zu riesig wurde. Ich persönlich habe einen Plan B gehabt. Es war ein Medizinstudium in Deutschland, wo ich zwar nicht 100% wusste, ob ich den bekomme, diesen Studiumplatz, aber mir relativ sicher war, dass es klappen könnte. Insofern war das eben meine Alternative, meine durchaus valid Alternative, eben um beim MedAT dann auf meinem Drucklevel nicht drüber zu sein. Genau, also das an dieser Stelle voll. Plan B sage ich ja und es gilt wieder für euch selbst herauszufinden. Seid ihr Umberto mehr, seid ihr mehr ich. Inskribiert ihr euch für Biologie, inskribiert ihr euch, sofern das noch möglich ist, inskribiert ihr euch für auf der WU irgendwo, schaut ihr irgendwo in einem anderen Land, macht ihr Medizin in Budapest, wo sonst überall geht, Deutschland, wherever, auf einer Privatuni. Schaut, dass ihr euch da eventuell eine Alternative holt, wenn ihr der Typ dafür seid, der sonst eventuell beim Druck, also dem der Druck dann beim MedAT und in der Vorbereitung auch schon davor sonst zu viel werden könnte. Anschließend kann ich jetzt noch sagen, das war dann natürlich sehr, sehr viel Druck für mich, weil halt, ich war beim MedAT, ich war einerseits gestresst, weil ich wusste, einmal im Jahr, Familie, Freunde wissen alle davon, hoffen und glauben daran, dass ich schaffe. Und andererseits war kein Plan B. Kein Plan B, nirgendwo anders angemeldet, obwohl ich die Möglichkeiten gehabt hätte. Und gleichzeitig war aber ich ultra entspannt und selbstbewusst, weil ich gewusst habe, halt, ich habe mich sehr, sehr konzentriert in der Vorbereitung. Ich habe viele Simulationen gemacht in der Vorbereitung, wo ich immer tendenziell besser und besser wurde. Ich habe viele Karteikarten geschrieben, die ich regelmäßig wiederholt habe. Ich habe KFF so viel gemacht, wie ich noch konnte. Ich habe wirklich alles in der Vorbereitung liegen lassen. Ich habe alles gemacht, was ich konnte und war darum entsprechend sehr selbstbewusst. Als ich dann da die ersten Bio-Fragen gesehen habe, war ich halt auch echt sehr froh, dass ich mich so angestrengt habe in der Vorbereitung, weil es ist mir dann sehr angenehm vorgekommen, der ganze MedAT. Ja, ähnlich war es für mich auch durch die Vorbereitung natürlich, dass das als Stressabdämpfer dann fungiert, wenn ihr dann wisst oder wenn ihr seht, dass ihr die Fragen beantworten könnt. Das ist natürlich gut und ja, einerseits war das natürlich bei mir der Fall und andererseits dann eben hier wieder auch der Plan B vor allem, wo ich dann wusste, die Frage weiß ich nicht. Es ist zwar im Moment sehr, sehr unangenehm, aber im Hinterkopf bewahrt, habe ich dann doch immer das Gefühl gehabt, ich habe ein Netz, wo ich tendenziell aufgefangen werde, aufgrund des Plan Bs, was natürlich mir dann eben auf der anderen Seite auch nochmal dazu eben diese Sicherheit gab, dass es ja, dieser MedAT, ja, ob ich den schaffe oder nicht, halt ich habe einen Plan B und ja, hier, wie gesagt, ja, gilt es herauszufinden, eben Plan B, ja, nein, Familie und Umkreis ein, wenn, ja, nein, aber wo wir uns beide einig sind und das ist eben dieser dritte Punkt halt, Vorbereitung ist key, je besser ihr vorbereitet seid, desto besser wisst ihr die Antworten, desto ein besseres Gefühl habt ihr beim Beantworten der Fragen, umso weniger, ja, gehudelt
wirkt ihr oder seid ihr am Ende des Tages? Weil wenn ihr jede zweite Frage nicht wisst und so weiter, es gibt dann, dann noch einen inneren Stress und dann denkt man, ah ja, verdammt, meditiere nur einmal im Jahr, jetzt muss ich umso besser, umso schneller und so weiter arbeiten, ist jetzt umso hektischer und so weiter. Und das ist on the other hand natürlich dann auch nicht zielbringend. Das heißt, Vorbereitung natürlich, da sind wir uns sehr einig, mega key, bereitet euch gut vor. Und nur ganz kurz, was heißt gut vorbereiten? Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid bei Meditee, ihr werdet jetzt am Abend davor nervös sein, vielleicht ein bisschen weniger schlafen, vielleicht habt ihr Anreise. Es kann durchaus sein, dass ihr beim Meditee Kopfweh habt. Es kann durchaus sein, dass ihr beim Meditee müde seid, gestresst seid, hungrig seid. Ich weiß nicht, viele, viele Sachen können sein. Es ist nicht zwingend so, dass ihr euch optimal vorbereitet und ihr geht in den Meditee rein und fühlt sich so gut wie noch nie halt. Ich war zum Beispiel am Tag vor Meditee extrem müde und hatte Kopfweh, habe mich nicht optimal gefühlt. Und kurz anknüpfend hierbei, ganz lustig, der lustige Anekdote. Ich bin zum Meditee hin, habe die Stifte nicht getestet. Hier kleiner Tipp, vielleicht testen, weil die Stifte waren so, ihr habt so einen Stift und da drauf ist so ein Noppen, den ihr euch, keine Ahnung, wenn ihr so eine Brusttasche habt, könnt ihr den reinstecken. Der hat mich irgendwie behindert und ich wollte den runterreißen und abbrechen, habe es aber nicht geschafft. Habe mir dann gedacht, verdammt, das geht nicht, der hat sich einfach so aufgebogen und dann war der so weggebogen und ich habe mich nicht dort, aus irgendeinem Grund habe ich nicht gemacht, den weiter wegzubiegen, dass er wegbricht, einfach nicht gemacht. Gut, Schwerung des Stiftes weg, toll, ich habe mir gedacht, ja gut, super, zweiter Stift angesetzt, einfach nicht geschrieben. Also insofern habe ich dann mit einem Stift geschrieben, wo der Schwerpunkt nicht optimal war und der andere Stift hat nicht funktioniert. Ich habe dann auch nicht nachher einen neuen gefragt, weil das war mitten im Bio, mitten im ersten Untertest, beim dritten Kreuz. Halt solche Sachen passieren, wollte ich nur anknüpfen. Da darf man sich nicht aus der Fassung bringen lassen. Und darum gilt es auch einfach in der Vorbereitung halt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Meine Ansicht, wenn ihr mal zu müde seid zum Lernen, lernt es trotzdem. Wenn ihr Kopfweh habt, lernt es trotzdem und übt es auch, wenn ihr euch nicht so wohl fühlt, zu lernen und das meiste rauszuholen, weil das kann halt durchaus sein, dass es beim Meditee auch so ist und ihr werdet nie etwas schaffen, was ihr davor noch nicht geübt habt und man kann sich sehr gut vorbereiten, darum übt es auch, wenn ihr euch nicht danach fühlt. Ja, also Umberto hat ja auch letztens genannt, die Anekdote damals, aber er hatte am Sonntag immer sich eine Testsimulation vorgenommen, da war er am Samstag fort oder whatever, war mit seinen Ruderkindern unterwegs, komplett fertig, weil er das ganze Wochenende nur gepusht hat, die ganze Zeit durch Österreich gefahren ist und so weiter, komplett müde am nächsten Tag, klarerweise, aber trotzdem durchgezogen und das ist mitunter key, weil auch, also unten Diamonds are formed under pressure, so circa halt, in dem Fall nicht pressure, aber auch wenn er halt müde war, hat er durchgezogen, das ist sicher eben auch ein Grund, wieso er dann letzten Endes in Meditee geschafft hat, auch wenn man sich einfach nicht wohlfühlt, natürlich, irgendwann muss man ein bisschen zurückschalten, wenn einem wirklich ganz krank ist oder so, halt irgendwann sicher, aber nur weil ihr jetzt 20 Minuten weniger geschlafen habt als sonst vielleicht, einfach trotzdem durchziehen und genau das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den wir jetzt euch mit am Weg geben wollten. Pusht natürlich, aber vergesst nicht, ihr seid auch alles nur Menschen. Jeder Mensch braucht Pause. Wisst ihr, für Disziplin zählt es nicht nur grausig pushen, die Idee ist, wenn ihr einmal weniger schlaft, zieht es trotzdem durch, das ist, was wir damit sagen wollen. Aber das heißt nicht, dass ihr auf Schlafen verzichten solltet. Ihr solltet trotzdem die Disziplin haben, regelmäßig Pausen zu machen. Macht Freizeitaktivitäten, die euch fulfillen eigentlich. Laufen, Yoga, meditieren, halt gibt genug. Also pusht schon und besonders an Tagen, wo ihr euch mal nicht danach fühlt, natürlich pusht es, aber wenn ihr krank seid, wenn ihr gar nicht mehr könnt, halt natürlich legt die Bücher weg und geht schlafen und macht eine Pause, weil... We're all human at the end of the day. Und die Gesundheit ist das Wichtigste. Deshalb studieren wir auch Medizin. Genau. liked das Video, abonniert es, den Kanal, da ist echt viel cooler Content. Andere Videos, wie ihr euch auf die einzelnen Untertests vorbereiten könnt. Sehr, sehr viele coole Sachen zu sehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Vorbereitung, euch irgendwelche Sachen unklar war, die wir gesagt haben, halt, lasst es in den Kommentaren. Wir werden auf jedes einzelne Kommentar eingehen und ja, freuen uns auf eine Diskussion mit euch, auf Fragen, die wir vielleicht beantworten können. Und ja. Wünschen euch weiterhin alles Gute. Gibt's es ab. Ciao. Tschüss. Wieder mal komplett nur in die Kamera geschaut, was da schon wieder los ist.